Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen Doors Creator für euch. Und der ist gratis für euch, also kostenlos. Und den findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Zur Installation kommen wir dann gleich. Erstmal zeige ich euch, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert. Denn so sieht das Ganze dann aus. Und das Ganze könnt ihr in-game ganz einfach mit jedem Job Türen kreieren und so weiter und so fort. Ja, wie das Ganze funktioniert, wir müssen einfach nur diesen Command dann ausführen und dann haben wir das gute Stück dann auch schon hier. Ich werde hier einmal die Tür entfernen und wenn wir jetzt einmal gucken, ist die Tür auch komplett, ja, ohne Schloss. Und ja, wir müssen das Menü einfach nochmal aufrufen, gehen auf dieses Pluszeichen, dann können wir hier einen Türnamen eingeben. So, Police Eingang. Wenn wir ein Passwort, kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja, so, die Tür soll natürlich abgeschlossen sein. Es handelt sich um eine doppelte Tür. Und ja, mehr müssen wir erstmal nicht machen. Dann gehen wir hier noch auf Group und hier erstellen wir die Police Group. Ist ja auch der Police Job, der dann Zugriff haben soll auf diese Tür, und Rang 0. So, dann haben alle Zugriff drauf, und wenn ihr zum Beispiel mehrere Ränge habt, dann könnt ihr natürlich auch sagen, für den Chefraum soll nur der Chef rein. Dann müsst ihr das Ganze dann auf die gewisse Stufe setzen. So, und dann bestätigen wir das Ganze und dann können wir das Ganze hier mit der linken Maustaste bestätigen und nochmal, und somit ist die Tür auch schon ausgewählt und jetzt können wir sie halt öffnen, ne? Zack. Und zu. Ja, und so könnt ihr das Ganze auch easy peasy machen, ne? Alles in-game in wenigen Minuten. So, kommen wir noch mal zur Übersicht, beziehungsweise hier könnt ihr auch zu dieser jeweiligen Tür hin tp'n. Ja, dann wisst ihr auch, welche Tür ist damit gemeint. Ist auf jeden Fall eine kleine Hilfestellung. Dann gehen wir mal noch mal auf die Settings. Die könnt ihr natürlich immer anpassen für die jeweilige Tür. Zum Beispiel ein Passcode ist ein Passwort. Nennen wir das Ganze 1, 2, 3, 4 und bestätigen das Ganze. So, jetzt, wenn wir jetzt E drücken, müssen wir einen Passcode eingeben. So, und nun ist sie auch offen. Wenn wir sie abschließen, müssen wir das Ganze auch machen. Und dann ist sie auch zu. So, tippen wir jetzt halt einen falschen Code ein, dann bleibt sie natürlich zu, und oben kommt noch mal die Meldung, dass wir ja, das Passwort falsch eingegeben haben. So, als nächstes haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, einen Charakter auszuwählen. Das heißt, nur ein Spieler, der diese ID dann hat, kann diese Tür dann öffnen. Wenn wir das Ganze hier unter Group dann entfernen, dann könnten wir auch den einen Spieler dann Zugriff geben, oder zwei Spieler oder drei oder auch alle Spieler. Das wäre auf jeden Fall auch möglich. Und hier haben wir noch die Sounds, die können wir natürlich einstellen. Und wenn wir damit durch sind, dann einfach nur auf Bestätigen und wir sind fertig. Als nächstes habe ich natürlich eine Kleinigkeit für euch, damit es noch einfacher geht. Und zwar, wenn ihr eine Tür von einem Job fertig habt, dann könnt ihr das Ganze auch kopieren. Ja, dazu gehen wir dann einfach hier auf die drei Punkte, gehen hier auf Kopieren und gehen dann zu der jeweiligen Tür, zum Beispiel hier, und können das Ganze dann hier einfach nochmal ausführen. Wir gehen hier auf das Plus, dann gehen wir hier unten hin. Und dann haben wir die Settings hier alle schon kopiert. Dann können wir das Ganze hier einen Namen geben. Nennen wir das einfach Door 2. Und fertig.
Dann können wir das hier auswählen, auswählen und fertig. Ist natürlich jetzt für eine Doppeltür. So. Kommen wir zu den rechten. Wir werden jetzt nochmal eine Tür erstellen. Die nennen wir dann einfach Boss. Dann das keine Doppeltür. Und fertig ist es eigentlich auch schon. Dann sagen wir hier auf Group. Dann können wir noch die Gruppe, das wäre ja Police. Und wenn wir jetzt Rang 10 habe ich jetzt. So können wir das jetzt auch öffnen dann. Fertig. Und ja, das Schloss ist erstellt. Ne? Nun kann ich das hier auf und zu machen. So, wenn ich mir den Rang jetzt gegeben habe, bin jetzt Rang 9 und habe keinen Zugriff. So einfach ist das. Und wenn ich mir jetzt wieder den Rang 10 gebe, dann habe ich wieder Zugriff und kann jetzt alle wieder ganz normal öffnen und schließen. Gut, ich würde sagen, wir kommen direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. So, wenn wir das Ganze heruntergeladen haben, dann müssen wir das Ganze einmal auspacken. Das befindet sich in der ZIP und das ziehen wir dann einfach raus. So, als nächstes gehen wir dann in unseren Server. Die Abhängigkeiten müsst ihr natürlich auch noch installieren, diese sind aber im Download verlinkt, ja, auf der Seite. So als kleine Information. So, ich habe das Ganze in OX, ja, so das ist ein Unterordner und da ziehen wir das Ganze einfach rein. Ihr könnt das Ganze auch einfach wie gewohnt in den Resource-Ordner reinziehen und somit hat sich das Ganze. Als nächstes kopieren wir hier uns den Namen raus, wenn wir den Ordner nicht gestartet haben. Und gehen dann einfach in die Server-CFG oder in die Extra-CFG und müssen das Ganze dann hier einfach nur noch starten. Speichern und schließen. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal in diesen Ordner rein. Und wir müssen nur noch eine Kleinigkeit machen und zwar in die SQL. Und wir holen uns diese SQL. Die anderen interessieren uns eigentlich wenig. So, das sind schon vorgefertigte Türen. Also Türschlösser, aber ich habe das Ganze jetzt frisch installiert und ja, hier befindet sich das gute Stück dann auch drin. So, wir kopieren uns diese Spalte hier einmal raus und das Ganze schon schließen. Jetzt gehen wir nur noch in die Datenbank, die haben wir dann hier und klicken einmal auf den Datenbanknamen, SQL und fügen das hier ein und können das mit OK bestätigen. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir das hier und auch suchen und dann haben wir hier auch die Logs, ja, die wir jetzt gerade eben erstellt haben. Ja, mehr müsst ihr nicht machen und so einfach habt ihr einen kostenlosen Door Creator. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And